Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zum neuesten Video auf Easy Money. Heute befinden wir uns mal wieder in Madden Ultimate Team und ich hoffe wirklich, ich werde heute nicht komplett ausrasten. Bevor wir aber ins Video reinjumpen, ganz wichtig, abonniert gerne diesen Kanal, falls ihr nichts mehr zu Madden 21 oder allgemein zu irgendeinem Football-Content verpassen wollt. Wir sind gerade dabei, die 5000 Abonnenten irgendwann mal zu erreichen. Wir sind auf einem sehr guten Weg, von daher, falls ihr noch nicht abonniert habt, würde es mich sehr freuen und ihr bekommt geilen Content. Okay Leute, als allererstes lasst uns ins Team reingucken. Ich glaube, zum letzten Video hat sich nicht sonderlich viel verändert. Wir haben Julio Jones auf Wide Receiver, dank Tobias, einem meiner Kanalmitglieder, deswegen fettes Shoutout an dich, Bro. Weiter an Lamar Jackson, Mark Ingram, Devante Adams. In der O-Line haben wir uns selber Brandon Scherf geholt, einen 83er Right Guard. Und wir haben uns selber noch Waller auf Tight End geholt, weil er ganz guten Speed hat. In der Defense haben wir jetzt auch dank Tobias kranken London Fletcher, alter, richtig wild, ein alter Redskins, also damals noch Redskins-Spieler, auf Middle Linebacker 86er. Ansonsten habe ich mir selber Matt Ioannidis geholt, Denzel Ward habe ich mir auch geholt auf Cornerback und dann haben wir noch Williams als Team. Captain, habe ich aber, glaube ich, auch schon im letzten Video angesagt. Und damit würde ich sagen, Leute, jumpen wir direkt ins nächste Game. Also, das erste Spiel haben wir 26-14 gewonnen, das zweite 9-49 verloren. Ich bin gespannt, wie das dritte Game jetzt ausgehen wird. Ich hoffe, wie gesagt, es werden nicht die ganze Zeit wieder so mega dumme Sachen passieren, weil ich habe heute wirklich keinen Bock, wieder auszurasten. Übrigens, diese Atlanta-Jerseys sind echt geil, ne? Ich glaube, davon werde ich mir mal eins holen müssen, wenn ich irgendwann mal wieder Geld habe. So, sehr schön. Er hat natürlich Jerry Rice und Lamar Jackson. Das macht auf jeden Fall schon mal Spaß. Ja, mal gucken. Und er spielt auch noch mit den Giants, also ein Rivale von uns. Wir spielen aber zu Hause im Washington-Stadion und werden zuerst den Ball bekommen. Deswegen mal gucken, ob wir hier direkt mit dem ersten Drive irgendwas reißen können. Das wäre natürlich schon ziemlich nice, sage ich mal. Also mal gucken. Okay, wir werden erstmal ganz entspannt anfangen zu laufen. Und das ist schon mal richtig geil. Nice, Mann. First down, Easter. Ja, damit müssen wir den ersten Drive direkt schon mal wegpanten. Das hat auf jeden Fall schon mal geil funktioniert. Und es hat auch noch komplett geglitscht. Also danke dafür, Madden. Weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Oh, das ist ein Pick. Hey, das ist direkt mal ein Pick für Kendall Fuller, Baby. Let's go. Das war ein mega schlechter Wurf von ihm, Alter. Okay, vielleicht ist der Trash. Mal gucken. Okay, ich sag Touchdown an, Digga, auf. Oder doch nicht. Ah, das sieht ganz gut aus. Das ist ein Touchdown, Digga. Let's go. Okay, er pausiert das Game. Ich weiß nicht, was los ist. Your peer has conceded the game. Erster Sieg. Ist da, Digga. Let's go. So, Leute, weil das Video jetzt natürlich viel zu kurz wäre, werden wir direkt noch ein Game machen. Deswegen freue dich auf Game Numero Dos. So, wow, Digga. Ein 92er Sam Mills, ein 91er Bo Jackson und ein 91er Strong Safety. Das ist ein verdammt starkes Team. Diese Karten habe ich noch nicht mal überhaupt gesehen in dem Spiel, Alter. Auch das könnte wieder sehr spaßig werden. Nicht. Ich verstehe das echt nicht. Es kann wirklich nicht sein, dass jedes Team so gut ist, ne? Das gibt's doch eigentlich gar nicht, oder, Leute? Also, es ist ja nicht so, als wäre ich jetzt der Einzige in Ultimate Team, der irgendwie ein Team hat, was nicht ganz so krass ist. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass da wirklich jedes Team voll mit 90er Spielern jetzt schon ist. Verstehe ich nicht. Also, dass es ein paar Teams gibt, die so gut sind, klar, natürlich. Ein paar Leute grinden halt todeshart in Ultimate Team. Ein paar Leute bezahlen auch, um halt gute Spieler und Packs sich zu holen und so. Aber es ist ja hier gefühlt jedes Team so. Toll. Es ist ja wirklich gefühlt jedes Team so. Geile Nummer mit Bo Jackson hier schon wieder, Alter. Das geht mir so auf den Sack, Mann. So, was er kann, probieren wir natürlich jetzt auch mit Mark Ingram. Oh. Das geht nach hinten los. Wow. Okay. Wenn er schon wieder so eine Formation drin hat, dann weiß man doch schon, jetzt kommt gleich wieder hier irgendwas Dummes, Digga. Boah, der Hit, Junge. Let's go, Alter. Er wird einfach wieder rennen. Toll. Ist er eigentlich stolz darauf, Digga? Super. Wir nehmen... er jubelt und fummelt den Ball. Was für ein Lappen, Alter. Lol, es hat nicht mal gezählt jetzt der Touchdown. Guck dir diesen Lappen an, Digga. Er rennt einfach immer mit Bo Jackson, schüttelt einfach alle Leute ganz easy ab. Denkt, er ist der Geilste, Digga. Und fummelt dann einfach. So nämlich, Junge. So nämlich. So ein arroganter Affe, Digga, der dann die ganze Zeit schon so frühzeitig jubelt und einfach mit Bo Jackson immer nur durchrennt. Der verdient gar nichts anderes als zu verlieren, sage ich ganz ehrlich. Nein, falscher Knopf. Oh mein Gott, ey, das...
Wisst ihr was, Leute? Das ist jetzt mittlerweile schon an einem Punkt, ich kann mich gar nicht mehr aufregen. So, es ist einfach so, ich habe es jetzt mittlerweile hingenommen und akzeptiert, dass dieses Spiel einfach absoluter Schwachsinn ist und dass man einfach keine Chance hat. Das ist halt wirklich so. Sobald ich ein Team sehe, was 90er-Karten hat, ich probiere es einmal kurz, Digga, aber sobald ich merke, da passiert die ganze Zeit irgend so ein unrealistischer Kack, bin ich direkt raus, Digga. Dann steigere ich mich auch gar nicht mehr rein und reg mich auf, weil es macht einfach keinen Sinn. Sage ich euch ganz ehrlich, Alter. Ich bin so viel ausgerastet schon wieder mit Madden 21 in diesen 2 Wochen oder seit wie lange das jetzt draußen ist. Es macht einfach keinen Sinn. Deswegen, wenn ihr mich emotionslos seht, wenn der Gegner irgendwie einen unrealistischen Touchdown scored oder so, dann wundert euch nicht. Es juckt mich mittlerweile einfach nur nicht mehr, weil ich es gewöhnt bin. Es passiert halt die ganze Zeit. Hätte eigentlich ein Touchdown sein müssen, aber okay. Natürlich Tyreek Hill. Ist klar, Digga. Da kann man halt auch nichts gegen machen. Ja, was soll ich dazu großartig sagen, ne? Dankeschön. Endlich mal ein nicer Release. Wenn der den jetzt noch catcht, Digga. Dankeschön. Geht doch. Sag den doch mal bitte, Mann. Jesus. Das sieht mir wieder stark nach einem Lauf aus, weil jedes Mal, wenn sein Pass nicht funktioniert, gibt das einfach an Bo Jackson. Guck mal, was ist das, Digga? Er stolpert da einfach durch und wie so ein aaliger Glitch, den man nicht fassen kann. Was soll denn das? Alright. Guck mal, was für ein Lappen. Einfach die ganze Zeit No-Huddle, der gleiche Spielzug, weil er weiß, mit dem Passen hat er einfach nichts drauf. Und nimmt deswegen einfach Bo Jackson und rennt allen davon, beziehungsweise truckt alle weg, Digga. So ein dummer Mann. Jetzt reicht's, Digga. Goal-Line-Formation. Was will er dagegen machen? Er kann jetzt einen tiefen Pass einfach auf Tyreek Hill spielen, dann ist es ein Touchdown, aber wenn er da jetzt... Dankeschön. Ja, das ist wahrscheinlich trotzdem ein First Down, wa? Ich nehme jetzt nur noch die Goal-Line-Defense, weil was anderes macht hier sowieso keinen Sinn anscheinend. Bro, dieses Spiel, Alter. Wie lost ist denn das? Er freut sich wahrscheinlich gerade noch richtig, dass er mit Bo Jackson die ganze Zeit scored. Mein eigener Mann rennt in mich rein. Ey, dieser Spieler ist so schlecht, Bro. Der kann gar nichts, Digga. Er rennt einfach immer nur mit Dings los. Und alles ist abgedeckt, Bro. Was ist denn das? Okay, Dreieck war frei. Aber ansonsten, die Cornerbacks sind einfach alle schneller als meine Receiver gefühlt. Und keiner kann sich freilaufen. Das war richtig stark, aber er droppt den Ball. Okay, Leute, das war's mit dem Video, Digga. Es macht keinen Sinn. Ich werde das Spiel beenden. Wir nehmen das als Niederlage. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ich glaube, Ultimate Team werde ich nicht mehr weiterspielen, weil es macht keinen Sinn. Es macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Wenn ich es in meiner privaten Zeit noch ein bisschen weiterspiele und gucke, ob sich das noch irgendwie ein bisschen anders entwickelt, dann mache ich dazu wieder Videos. Aber ansonsten werde ich hierzu nichts mehr machen, Digga, weil es macht einfach keinen Sinn. Ich habe keinen Spaß mehr mit Ultimate Team. Ich habe überhaupt keine Motivation, wie ihr sehen könnt. So, mich juckt es nicht mal, dass mein Gegner scored, weil ich mir halt so denke, okay, Digga, wo ist da der Sinn? Von daher, Leute, lasst mal gerne eure Meinung in den Kommentaren. Und ansonsten abonniert gerne, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Ich werde mich dann lieber auf die Franchise fokussieren oder einfach ein bisschen The Yard zocken oder sowas. Und ja, Mann, dann würde ich auf jeden Fall sagen, haut rein, bis zum nächsten Video, bis dahin, euer Eric.